Moin Leute, willkommen bei einer weiteren Folge Barrel Beast. Heute, heute mit mit etwas, etwas fairen, östlich Besonderem. Ja, konnichiwa. Ey, das ist so unkorrekt, was wir hier machen. Ja, du hast angefangen. Aber ich war ja da. Ich glaube, ich sage es jedes Mal, deshalb kann ich mir sowas erlauben. Ja, du warst ja auch bei der Distille wieder. Ja. Sehr gut. Vielleicht. Und dann kannst du ja auch sagen, wie man es ausspricht. Ja. Miyagikyo Sherry und Sweet. Und das ist ja eine eigene Distille, ne? Genau, Sherry und Sweet waren die beiden Gründer. Und die haben das damals auf den Weg gebracht. Und das wurde jetzt von Nika aufgekauft, oder was? Da fragst du echt den Falschen. Ja, ist aber so. Also es gehört zu Nika. Okay. Also das kann ich, so viel kann ich verraten. Zu dieser Abfüllung, wir haben hier ein Distillery Exclusive, also schon was Besonderes. Aus 2015 mit 55 Volumenprozent. Geil. Lecker, ist mega. Und Sherry und Sweet klingt auch erstmal spannend. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Sherry und Sweet. Ja, also, wir sind in Japan, ne? Mhm. Ihr habt die letzten beiden Videos zu den japanischen Whiskys gesehen. Die waren, aber gut. Auch hier, ja, mir kommen die Tränen. Es wird unser letztes Video sein zu japanischem Whisky. Weil dann sind wir durch. Ja? Wir sind durch mit japanischem Whisky. Außer der kann was. Wir könnten ja mal hier zu Hibiki oder so eigentlich einen richtigen Check mal machen. Der Hibiki, den ich zu Hause stehen habe, der ist auch ganz lecker. Ja, das die haben jetzt eine neue Flasche rausgebracht. Ja. Ich finde es halt ein kontroverses Thema, weil hier in Europa haben wir halt wirklich zu leiden unter den ganzen Lieferbedingungen. Das macht die so teuer. Das sind gute Whiskys, aber es ist halt kontrovers, wenn man hier so viel Geld dafür zahlen muss. Hm. In Japan ist es ein ganz anderes Tasting, weil es einfach nicht so die Preise da hat. Ja. Da sind die Preise fair. Scheiße. So ist das im Leben. Slansche. Pass auf. Ja, ich weiß, oh. Ey, ist ja gut. Oh, schlechter Part für mich. Und ich frage mich, diese Farbe, kann die echt sein? Kann sie? Muss sie aber nicht. Muss sie aber nicht, ja. Geiler Geruch. Du bist von Shaking Part. Sehr gut. Das gefällt mir. Das machst du schon mal. Du erfüllst also, das. Echt gut. Du füllst die Rolle. Ich finde, so die erste Note, die mir entgegenschwebte, ist ganz stark. Ganz meinen stark. Nerv getroffen. Es ist so getoastet. Ich habe schon wieder so ganz leichte Käse herum. Oh, würzig. Ah. Sweet, es ist Sherry. Also ich finde, es ist, ich weiß nicht, ob Oloroso. Das wäre jetzt schon hart rauszugehen. Aber eher PX, würde ich sagen. Aber vielleicht ist es auch Palo. Du machst dich schon mal warm für einen Weihnachtskalender. Ja, ich muss nicht, ich muss die Punkte snacken. Wer hat letztes Mal nochmal gewonnen? Das wird noch nicht geklärt von Erich. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, steht 1-1 all in all, oder? All in all kann man den ersten Gewinner nochmal festhalten, dieses Formats. Und das war ich. Ja, gut. Aber man sieht halt auch einfach Lernkurven, ja? Lernkurven. Du ruhst dich halt aus auf dem Gemacht. Wenn man die Gesamtpunkte ich, mal ich zusammenzählt. Ich entwickle mich hier. Die wir sind beide schlechter geworden. Die Leute sehen das. Ja, du gehst auch härter ins Gericht mit mir einfach, ja? Das ist so. Was alles nicht auf zählt. Auf jeden Fall. Stellt euch eine gusseiserne Pfanne vor und da schmeißt ihr einen Toast rein, zusammen mit ein bisschen Käse, Schinken, macht so ein bisschen vielleicht Honig darüber, lasst das Ganze karamellisieren und anbraten, so lange, bis es richtig schön geröstet ist. Und dann habt ihr diese Aromenpalette. Es ist schon echt geil. Ja, die Nase ist wirklich stark, kann man nicht anders sagen. Die ist wirklich stark. Das ist echt wie so ein süßes, geröstetes, leicht deftiges Frühstück. Aber sweet, ne? Ja. Was ja für ein PX eigentlich spricht, so ein bisschen. Ja. Sonst wäre es würziger. Geiles Ding. Dann erklärt es auch ein bisschen die Farbe wiederum. Das ist dann natürlich machbar. Nee. Das ist nicht drin. Nee, ist richtig. Aber ist ja auch sehr intensiv. Harter Angel Share teilweise da unten. Dürfen die das wohl Angels Share nennen? Okay. Spannende Frage. Alles klärchen. Slansche. Slansche.
Heidewitzka. Geiler Abgang. Du hast so eine süße Komponente, die die ganze Zeit mitgeht. Aber auf einmal entfaltet sich so ein bisschen Schärfe auf der Zunge auch vor allen Dingen. Aber die Süße bleibt immer da. Dann der Abgang mittellang bis lang. Auch hier wieder so ein gewisses, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, so ein Kaminfeuer irgendwie. Was aber hier dezenter ist, sich langsam ausbreitet. Aber es ist da, definitiv. Wir haben ja auch 55% oder was war es? Ja. Glatt 55%. Ja. Letzte Whisky, den wir hatten, vergleichbar eigentlich gut, 55er. Yamazaki, ne? Man kennt es. Ich weiß nicht, ob ich's. Ja, wir blenden ihn hier ein. Dieses Klavier. Auf jeden Fall geil. Das ist eine ganz andere Liga. Ja. Leider auch auf dem Sekundärmarkt preislich. Kommen wir noch zu. Hat immer so eine Süße dabei. Also es ist immer eine gewisse Zuckrigkeit da, ähnlich wie so Zuckerwatte, die man so im Mund schmelzen lässt. Oh, ist ein tolles Mundgefühl, was er mitbringt. Minimal ölig, richtig schön warm, hat herbe Noten. Also neben dieser Süße, die wirklich den Mund richtig schön füllt, hat er so eine leichte Bitterkeit, herbe Noten, so Richtung Tannine vielleicht, leicht in Richtung Wein. Ich könnte mir vorstellen auch, dass es ein PX sein könnte. Kleine Trinkempfehlung von mir. Nein, also, ich habe ihn jetzt auf drei verschiedenen Arten gerade getrunken. Beim ersten Mal habe ich ihn sehr lange im Mund gelassen. Mhm. Beim zweiten Mal habe ich ihn gerade sehr schnell durchgezogen. Also kleinen Schluck, weg. Ja. Ja. Beim dritten Mal habe ich jetzt versucht, so das Mischding zu machen. Und ich muss sagen, er profitiert davon, wenn man ihn nicht zu lange im Mund lässt. Weil dann diese schweren, scharfen und Würzaromen dann nicht zu prägnant werden. Da hat man echt diese Süße, die ist dann einfach so lecker. Und wenn man so diesen PX-Sherry-Charakter gerne lieb hat, diese süßen Komponenten, dann empfiehlt sich das, den schnell zu trinken. Mhm. Ist tatsächlich auch nicht verwerflich an der Stelle. Also, aber wenn man ihn sehr lange im Mund lässt, ich weiß, ich habe jetzt die Zeit nicht gestoppt beim ersten Mal, aber es waren 12,37 Sekunden. Und da hat sich das ein bisschen ins Negative ausgewirkt. Ist jetzt komplett anders bei den anderen Malen gewesen. Ja, leicht Pepperoni. Wenn man ihn auf gewisse Art und Weise trinkt, so schnell, große Schlucke, dann ist es auch eine gewisse Pfeffrigkeit. Mhm. Aber dieser Charakter, den wird man nicht los. Also diese süße, herbe Aromenpalette, die spielt ja immer, egal wie man den trinkt. Das ist echt geil. Sehr, sehr gut. Was halt auch echt bemerkenswert ist, dass du, wenn du den trinkst und ihn auch lange im Mund lässt, was ich ja sagte, diese Süße bleibt da. Da gibt es ganz, 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 ganz viele andere Whiskys, wo das dann halt komplett überrumpelt wird. Haben wir hier nicht. Und er hält sich halt auch lange, der süße Charakter. Also insofern, Chapeau an der Stelle. Alkohol, genau richtig, finde ich. Ja, gut, sehr gut eingebunden, das stimmt. Wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat mit höheren Alkoholgraden, dann kann einem das vielleicht ein bisschen zu viel werden. Also wenn man selten Fassstark trinkt, dann ist das vielleicht ein bisschen zu heftig, würde ich sagen. Den kannst du gut mit Wasser verdünnen, das kann man machen. Weiß ich nicht, haben wir noch nicht. Also vielleicht klappt das, aber es ist auch nicht so der einsteigerfreundlichste Whisky, würde ich sagen. Ja, was kostet er denn überhaupt? Ja, echt, aber, diese bitteren Noten hinten raus, das hat wieder so ein bisschen Orangenzeste-Charakter, wenn man da zu viel von im Mund hat. Also so Zitrusnoten hat man da mit. Ja, was kostet das gute Stück? Halte ich fest. Sehr gut. Über 400 US-Dollar. Hör auf. Die Flasche. Halber Liter. Sekundärmarkt. Halber Liter, wohl bemerkt. Ja, Japaner. Verrückt. Also, ist er rar? Ja, mag sein.
Aber stellen wir uns mal die Frage, also der hat ja initial nicht so viel gekostet. Ich weiß leider den initialen Ausgabepreis nicht, aber 30.000 Yen. Würdest du den für das Geld kaufen? Für 30.000 Yen? 400 US-Dollar. Nee. Und das war der günstigste Shop. Es gibt auch durchaus noch Preissteigerungen. Im Leben nicht. Ist das ein guter Whisky? Ja. Sehr gut. Dann kommen wir mal zur Benotung. Ich fange an, wenn es genehm ist. Ja. Yeah. Von hinten nach vorne. Kurz zur Erläuterung. Eine Whisky-Skala. Eine Whisky-Skala für japanischen Whisky werde ich jetzt einführen, die 55% haben. Allerdings. Aber also es würde Sinn machen für die Japaner, preis-leistungstechnisch, das so ein bisschen außen vor zu lassen. Mache ich. Ich bin da unvoreingenommen. Ja, ihr kennt mich. Ich bin ganz entspannt jetzt hier an der Stelle. Gehst du mal mild ins Gericht? Ja, ich gehe mild ins Gericht. Ja. Also, drei Komponenten. Nase, Geschmack, Abgang. Nase, on point. Mehr geht nicht. Geschmack, sehr gut. Ich finde, dass die Süße sich da hält. Finde ich Premium. Und man kann ja spielen. Also insofern alles gut. Er hat ein, zwei Mühe an, ne, diese Bitternoten. Muss man nicht mögen. Ist aber auch nicht zu dominant. Also gut. Man kann es handeln. Es gibt keinen kompletten, keinen Fehlschlag da. Und Abgang finde ich angenehm. Ist wirklich nichts Schlechtes. Von hinten nach vorne deswegen 80, dann kommen wir auf eine 86 und Nase, ich habe da nichts zu, also ganz wenig nur zu meckern, gibt es eine 92. Mhm. Punkt. Okay. Wenn ich den Preis jetzt einbeziehen würde, dann mache ich nicht. Wäre es nochmal ein Punktabzug überall, aber so nicht. Alles gut. Also ich finde ihn im Abgang am besten tatsächlich und im Geschmack. In der Nase ist er auch gut, aber verrückt. Also wenn ich jetzt einen, nehme ich mal einen Vergleich zum Wayfair oder ähnlichen, die jetzt wirklich so Sweet und Sherry in die gleiche Kerbe hauen, dann ja, ist er jetzt nicht deutlich krasser und mit dem Geld so im Hinterkopf. Aber das wollten wir jetzt ja, wir wollen ja unvoreingenommen rein. Ja, aber ich finde ihn jetzt auch nicht wirklich krasser als so die Glenelg-Riege. Das stimmt. Deshalb gebe ich ihm da 85 Punkte. Im Abgang? Nee, in der Nase. Mhm. Im Geschmack gebe ich ihm 87 und im Abgang gebe ich ihm auch 87 Punkte. Ich finde den Abgang mit am besten, da würde ich vielleicht sogar auf 88 gehen. Wenn ich gute Laune hätte. Und hast du gute Laune? Ja, nein, ich nicht. Nein, okay. Dann bleibst du bei 87. Nö, 87 finde ich fair. Ist okay. Bist du leider ja, so. Kann man das ja, willst du machen. Ja, manchmal hat man einen guten Tag, manchmal einen schlechten. Das ist ja völlig legitim. Ja, und ey, ganz ehrlich, da pendelt das einfach bei mir wegen Preis in die falsche Richtung. Und ich habe einen schlechten Part. Also ist alles heute die Sterne nicht gut für diesen Whisky. Sehr gut. Würdest du denn eine Kaufempfehlung aussprechen? Nicht für das Geld. Aber wenn man jetzt so ein Sample bekommen würde, sagen wir mal so einen Preis, 10 Euro das Sample? Locker, easy. Sample 20 Euro, ja. Ja, okay, alles klar. Aber dann Sample von 300 Millilitern. Von 499 Millilitern. Sehr gut. Barrel Beast. Nee. Wobei es einer der besten Japaner, die wir bisher hatten, ne? Also auf meiner Skala für die 55%igen, da ist er ganz weit vorne, ja, das muss ich auch mal sagen. Ja, ist wirklich stark, aber Sherry halt, ne? Das ist ja, das ist die Kerbe, die ja. Er schlägt. Ja. Alkohol ist auch geil eingebunden, also es ist wirklich eine obere 80er-Bewertung, hat er sich locker verdient. Auf jeden Fall, haben wir ja auch gegeben, insofern ja. Passt das schon. Genau, ich schließe mich dem an, also für den aktuellen Kaufkurs da, was da ausgerufen wird, keine Kaufempfehlung, man kann mal gucken, was da noch so aus der Sparte kommt. Insofern würde ich doch dann mein Anfangsstatement revidieren. Ja, wir haben einen Japaner gefunden, der ganz gut ist und ich weiß auch, dass es mehrere gibt. Ich habe auch diverse Japaner in meinem Schrank, die sehr lecker sind. Hibiki. Zum Beispiel. Aber das heißt, wir machen weiter mit Japanern, ne? Ja, vielleicht haben wir irgendwann mal jemanden, der nach Japan fährt und bringt da Sachen mit. Das wäre geil, ja. Wenn wir so eine Person hätten, die da hinfährt. Für mehrere Wochen Destillen checkt oder so. Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. In diesem Sinne, abonnieren nicht vergessen. Ja. Oh, und wenn ihr Destillen in Japan habt, die wir besuchen sollten, dann sagt Bescheid. Genau.
Weil, aber sehr schnell Bescheid sagen. Ja. Soon. Ja, very heute. Soon. Ja, heute, genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao.